Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Monumentalschlacht des Imperiums gegen eine Armee der Zwerge, die am Horizont kaum zu erkennen ist. In der Armee des Imperiums werden wir Fearscream, Alien Hunter, mich und Milzi sehen auf der Seite der Zwerge, Robin, Reaper, Deathstrike Deluxe und Royal Mobs Warrior. Ihr seht, dass das Imperium sehr viel Artillerie mitgebracht hat. Eine ganze Reihe Großkanonen, Hexenhammer, einen Dampfpanzer am Anfang, noch mehr Großkanonen, eine sehr große Linie an kämpfender Infanterie, sehr viele Speerträger, Schwertkämpfer, auch noch Flagellanten, einen grauen Zauber, der wahrscheinlich gegnerische Rüstung reduzieren kann, oder nee, gegnerischen Nahkampfangriff, einige Musketenschützen und hier hinten ist sogar eine Höllensturm-Raketenlafette, die bereits ihre ersten Salven auf die Zwerge abfeuert. Und auf der Seite der Zwerge haben wir, wenn wir den Geschossen folgen, ebenso eine riesige Linie aus Zwergen, Kriegern, Langbärten und Kanonen. Kanonen, Kanonen und noch mehr Kanonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kanonen auf der Seite der Zwerge. Und wie viele Kanonen auf der Seite des Imperiums? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kanonen auf der Seite des Imperiums und eine Höllensturm-Raketenlafette. Und unglücklicherweise sind die Kanonen der Zwerge genauer als die des Imperiums. Und deswegen wird das Imperium mit etwas Pech den Kampf der Kanonen verlieren. Auch wenn sich das Imperium nicht so leicht geschlagen gibt und die Geschosse beginnen bereits auf die Zwerge einzuprasseln. Bam. Episch, kann ich nur sagen. Episch. Und die Zwerge schießen gut. Und haben bereits einige der Kanonen des Imperiums ausgeschaltet. Und das auf diese riesige Entfernung. Das muss man auch erstmal nachmachen. Von diesen Zwergen-Ingenieuren. Auf der Seite der Zwerge sind auch schon einige Kanonen von zerstört worden. Aber wenn man sich das hier gerade so im Vergleich ansieht, sehen die Kanonen auf der Seite des Imperiums bereits hier und hier und hier stark beschädigt aus. Bei den Zwergen sieht es noch ein kleines bisschen besser aus. Aber vielleicht hätte man diesen Kampf Imperium gegen Zwerge in der Artillerie noch etwas länger fortführen können, bevor sich das endgültige Schicksal ergeben hätte. Doch das Imperium kann nicht warten. Oh, und damit ist das erste Kanonenregiment des Imperiums völlig ausgeschaltet. Was sehr unangenehm ist für die Imperiumstruppen. Und deswegen rückt das Imperium vor in die Frontlinie der Zwerge, die bereitstehen mit Bugmanns Kumpane, die regenerieren, mit Musketenschützen, mit Armbrustschützen und natürlich mit Kanonen. Aber das Imperium weiß, es muss angreifen, sonst kann es diesen Kampf nicht gewinnen und irgendwie durch die Linie der Zwerge durchbrechen. Die mit ihrer hohen Panzerung allerdings ein sehr, sehr starker Gegner für das Imperium sein werden. Und auch die Flagellanten können hier nicht viel gegen die Panzerung anrichten. Oh, wir sehen ein Pendel. Der Schaden war mäßig, unglücklicherweise. Mit etwas Glück können diese Zwergenkrieger fliehen. Wenn die Zwerge auf dieser Seite durchgebrochen werden, dann sind diese ganzen Fernkämpfer in Reichweite der Infanterielinie. Und es sieht ganz gut aus, dass wenigstens in der Mitte hier durchgebrochen wird. Die Zwerge sind auf der Flucht und vielleicht ist das Imperium in der Lage, hier siegreich die Zwergenlinie aufzurollen von einer Seite. Ansonsten sieht es auf der rechten Flanke noch mittelmäßig aus. Wir sehen Sigmas Söhne, wie sie hier die Linie gegen die Langbärte halten. Und ein Jadezauber, der gerade anläuft und vielleicht gleich einen Zauberspruch durchführt. Und ein Hexenjäger, der fröhlich vor sich hinschießt auf die Zwerge. Na, schießt er? Irgendwie schießt er nicht. Alle 3,6 Sekunden sollte er schießen, nur jetzt. Bam! Oh meine Güte, gleich 4 oder 5 Zwerge mit einem Schuss den Garaus ausgemacht und ein Luminarch ist aktiviert worden.
Der wurde nicht beachtet von den Zwergen und er schießt auf Grombrindal, den weißen Zwerg, mit einer Magieresistenz und Geschossresistenz. Oh meine Güte, der Schaden war so gering, dass ich wirklich sehr beeindruckt bin. Also, puh, ich hätte mehr Schaden erwartet von dem Luminarch bei Grombrindal. Da hätte wohl ein Ziel auf den Runenschmied mehr gebracht. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Zwerge den Luminarch entdecken, um ihn auszuschalten. Auf der linken Flanke sieht der Kampf extrem schlecht aus. Schwertkämpfer werden durch eine Übermacht an Langbärten und anderen Einheiten aufgehalten. Die Handkämpfe sind zerstört. Und hier ist tatsächlich Belliger Eisenhammer, der die Schlacht anführt. Diese Artillerie kann die Zwerge nicht mehr schocken. Die linke Flanke ist für die Zwerge gewonnen. Das Imperium ist zurückgeschlagen worden. In der Mitte sieht es allerdings noch etwas besser aus. Und es sind auch eine Reihe von Musketenschützen da, die heldenhaft auf die Zwerge einschießen. Doch was ist das? Oh, der Luminarch schießt nochmal. Was ist sein nächstes Ziel? Es ist wieder Grombrindal, aber Grombrindal hat einfach unglaublich Glück in dieser Runde. Der Schuss wurde von einer Kanone abgefangen, sodass er selber keinen Schaden genommen hat. Also Grombrindal ist wirklich ein Glückszwerg. Und was passiert hier? Hier läuft Heilung ab. Rune von Zorn und Zerstörung haben wir gesehen. Und die Linie der Zwerge hält. Die Linie der Zwerge hält. Der nächste Schuss auf Grombrindal. Und wieder daneben. Wieder daneben. Wer hätte gedacht, dass ein Grombrindal so schnell sein kann und den Luminarch Schüssen ausweicht. Karl Franz hat sehr viel Schaden genommen. Hexenjäger noch am Leben mit 28 Kills, Hälschen Grenzen. Und hier sehen wir einen Erzlektor, wie er von einem Thorgrim auf seinem vier Zwergen Antriebsamboss verfolgt wird. Armer Erzlektor. Armer Erzlektor. Und auch die linke Flanke. Die linke Flanke der Zwerge sieht auch nicht sehr gut aus. Für das Imperium. Für die Zwerge dagegen schon. Zwar schießen Musketenschützen ein bisschen über die Köpfe ihrer Verbündeten. Doch die Zwerge sind meistens mit Schilden geschützt. Und so richtig viel Schaden können sie auch nicht machen. Es sind einfach also nicht genug Musketenschützen, um die Zwerge schnell genug auseinanderzunehmen. Werden noch mehr von den Höllenfeuersalven Kanonen mitbringen können. Wie heißt das Ding? Höllensturm, Raketenlafette. Und die Zwerge sind immer noch am Leben. Und Grombrindal ist nicht zerstört worden. Der Luminarch hat die ganze Zeit geschossen. Wie viele Schüsse hat er abgegeben auf Grombrindal? Insgesamt, ich glaube, er hat 15 Schuss auf Grombrindal abgegeben. Und Grombrindal lebt immer noch. Wahnsinn. Nächstes Mal weiß ich, mit einem Luminarch nicht auf Grombrindal schießen. Es sind überraschenderweise noch ein paar Kanonen des Imperiums übrig, die weiter auf die Zwerge schießen. Aber Kanonen der Zwerge sind ebenso aktiv. Sie haben ihr Ziel gewechselt und angefangen, auf irgendwelche Infanterie zu schießen. Vielleicht wäre es ja noch interessant gewesen, wenn man als Imperium noch das Ziel auf die Kanonen gewechselt hätte, um sie zu vernichten. Und hier ist noch ein Dampfpanzer, der so wie es aussieht noch gar nicht fokussiert worden ist von den Zwergen. Jedenfalls nicht von der Artillerie. Sonst wäre er schon lang kaputt gewesen. Das sollte eigentlich ein Primärziel sein. Und so kann er jetzt die Zwerge, solange er will, kiten. Der Dampfpanzer ist zwar langsam, um für Zwergen wegzulaufen, dazu reicht's noch. Also wegzufahren. Und von der Seite werden sie auch noch beschossen. Durch ein paar Silberkugeln. Oh, oh, aber ich befürchte jetzt, ist das Glück des Dampfpanzers ausgegangen. 2500, 2400, 2300, oh ja, seine Lebensenergie sinkt unangenehm schnell. Und er wird nicht mehr entkommen können. Er ist deutlich langsamer als die Drachenrücken-Slayer und sie verlangsamen ihn ja auch noch zusätzlich. Die Raketenlafette versucht ihm zu Hilfe zu kommen.
Doch, ist nichts zu machen. Und das war sein Ende. Und die Zwerge jubeln, dass sie mit ihren Äxten einen Metallsarg für die Crew erzeugt haben. Die Imperiumslinie ist gebrochen. In dieser riesigen Feldschlacht, in der es nicht möglich ist, die Zwerge zu flankieren, konnten sie ihre volle Stärke ausspielen. Ihr Ansturmabwehr entgegen groß. Der ganzen Zwergenkriege hat sie gegen Kavallerie geschützt. Ihre große Anzahl an Einheiten hat sie auch gegen Kavallerie geschützt, denn sie konnten ja nicht flankiert werden in diesem Kampf. Und so war es das Zwergenbollwerk, wie man es gerne sieht. Undurchdringbar, gepanzert, mit starker Artillerie. Genau so sollten Zwerge gespielt werden. Und die Schützenreiter wurden vergessen. Und das war der einzige Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben. Weil diese Schützenreiter hier hinten gestanden sind. Und nicht mitgemacht haben. Nein, kein Spaß. Ist nur Spaß. Wir wurden vergessen. Ich denke, gerade bei den riesigen Blobs, die entstanden sind in der Reihe der Zwerge, hätten die extremen Schaden machen können. Wenigstens für eine Weile, bis sie von den Fernkämpfern der Zwerge fokussiert werden. Gewesen wurden, sein wollen wären. Dann wären sie auch tot gewesen. Und damit flieht Boris Todbringer und sein Kriegerpriester. Und das GG ist gekommen. Und muss sagen, vielleicht hatten wir hier als Imperium keine sehr, sehr gute Armee gegen Zwerge. Das hätten wir uns wirklich besser überlegen sollen. Mit so vielen Flagellanten und Schwertkämpfern, die keinen panzerbrechenden Schaden machen, das ist eigentlich fast schon ein bisschen doof gewesen. Nächstes Mal eine riesige Linie aus Bihan-Kämpfern. Mit von mir aus ein bisschen Musketenschützenunterstützung oder auch nicht. Und die Zwerge haben hier alles richtig gemacht, denn sie haben jeweils zwei Artillerieeinheiten mitgebracht und waren damit in der Lage, das Imperium im Fernkampf auszuschalten. Und das hat ihnen den Sieg gebracht. GG an alle Beteiligten. Ich bedanke mich für dieses 4 gegen 4. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.